Funkantenne wurde gebaut. Jetzt können wir hier mal kurz noch so ein kleines, eine kleine Antennenstation, so ein Kommunikationsrelais hinbauen. Ich hoffe, wir kriegen auch gleich wieder Ersatzteile nach. Gucken wir mal. Dauert noch ein bisschen. Jetzt müssen sie erstmal den ganzen Unfug hier bauen, den ich hier in Auftrag gegeben hatte. Nee, aber die Batterien sind, die sind schon das Problem. Wir kriegen bis, jawohl. Nee, wir kriegen bis abends das tatsächlich nicht ganz voll. Ja, gut, und wenn die Laser dann noch schießen, dann wird's knapp, ne? Klar. Okay, dann weiß ich da auch Bescheid, dass wir da auch noch was brauchen. Bauen wir das auch noch auf. So, kriegen wir da jetzt auch mal was hin. So, dann pass auf, dann machen wir das so. Dann reiße ich das jetzt erstmal ab, das ist nicht notwendig. Hier hinten ist alles fertig, das passt. Und hier unten hatten wir, glaube ich, auch schon fertig, ne? Hier ist die große Satzschüssel. Das passt auch. Also eine Frage, ja. Zwerg, was ist denn ein Grundfeld? Was macht das? Habe ich noch nie gebaut. Aber ich glaube, wenn du dieses Grundfeld setzt, kannst du da irgendwas anderes drauf bauen. Also kannst du zum Beispiel dann einfach eine Windturbine draufsetzen oder sowas. Macht gar keinen Sinn, oder? Kannst du einfach direkt eine Turbine setzen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur irgendwas zum Verbinden dann am Ende. Ha. Weiß ich noch nicht. Nachher so ein Ultra-Ding, weißt du, was sich richtig powert? Ja. Weiß ich nicht. Hab ich noch nie gebaut. Ja. So wie es immer ist, ja. So, jetzt kommt da gleich auch nochmal was. Hier geht schon die erste Windturbine, geht schon Bach runter. Aber wir kommen über die Nacht jetzt halbwegs. Okay, halbwegs, ja. Ich habe halbwegs gesagt. Gerade in dem Moment, wo ich sage, geht's kaputt. So. Okay, wir brauchen jetzt die Ersatzteile, Freunde. Das heißt, wir bauen jetzt nichts. Wir brauchen die Ersatzteile und zwar ganz schnell und da kommen sie auch schon. So, wunderschön, die ersten kommen. Ja, das wird schon. Ah, mir brennt der Hut. Ressource erschöpft, Ersatzteile. Sollte gleich besser werden. Ah, fuck, jetzt habe ich mich verbaut hier. Scheiße. Ja? Ja, oder? Mal gucken, vielleicht klappt's noch. Okay. Wie schaut's hier aus? Es wird auch gleich fertig sein. Komm schon, wir brauchen die Ersatzteile, sonst wird's jetzt echt gleich knapp. Ja, da sind sie drin. Da sind sie auch fertig, wunderbar. Jetzt kommen die Bots gleich und schießen schon los. Das ist 1A, okay. Okay, ihr habt recht, wir brauchen mehr Ingenieure. Ich komme nicht klar hier. Selbst wenn es 16 sind, die schaffen es. Ja doch, jetzt geht's wieder. Es war ein kurzer Schluck auf. Aber jetzt haben wir keine Energie über eine Nacht. Es ist nichts gespeichert worden. Ja. Jetzt bricht's zusammen. Ich gehe in Energiesparmodus. Notmodus. Boah, das ist heftig. Hängst du auch fest, sagst du? Ja, ich habe halt gerade den ganzen Tag über keine Energie bekommen. Oder ja, zu wenig eigentlich. Und jetzt habe ich halt das Problem gerade, dass einfach nichts mehr reinkommt. Ja. Und dazu dann auch noch einen schwachen Wind nachts. Da lädst du halt auch nichts mehr auf, ne? Ich kann mal kurz aktivieren. Ja, das verbraucht sich fast instant, wenn kein Wind geht. Zwei Kolonisten sind gestorben beim Schlag auf die Verbindung. Ach du Scheiße, nein, wo denn? Nein, nicht alle Kolonisten. Oh ja, da unten im Sicherheitszentrum, das waren Wachen. Oh nein. Schauen wir mal, dass die Leute wenigstens was trinken können und sowas. Dankeschön. So. 4, 3, 2, 1. Komm, 1. Ich schalte wieder aus. Dann kann sich wenigstens kurzzeitig mal jeder versorgen und dann geht es ja eh gleich einen Tag über. Und sobald die Solarkollektoren drehen, können wir wieder anschieben. Ja, die Base braucht unglaublich viel Strom. Okay, pass auf.
Dann machen wir folgendes. Ich aktiviere jetzt mal kurz das gesamte Energiegitter. Auch wenn es nicht klappt. Das schalten wir aus. Den Laser unten schalten wir auch aus. Einfach weil es nicht geht. Hier unten haben wir eine Kajüte. Einfach weil es nicht geht. Einfach weil es nicht. Ja, es geht ja tatsächlich nicht. Aus Gründen, verstehst du nicht? Ja, ich habe einen unglaublichen Energiemangel gerade, den ich nicht beseitigen kann. Und solange ich das nicht hinkriege, wird es schwierig. Ja. Ich habe natürlich auch einen wahnsinnigen Essensmangel. Solarmodul. Solarmodul. Ja, sehe ich ein. Haben wir 7 haben wir. Wir bräuchten 10. Dann könnte ich ein großes bauen. Nochmal so ein richtig massives Gerät. Massives Gerät. Schauen wir mal. Die bauen aber jetzt auch nichts, weil sie alle Hunger haben. Dann rennen sie alle zum Futtern. Dann wollen sie schlafen. Dann ist da wieder nicht recht. Dann zwickt es da wieder. Ja, was willst du machen? Ist halt so, ne? Das ist aber nicht okay. Ja, da baut einer wieder. Ah, baut weiter. Schnell, wir brauchen die Teile. Hätte halt das fast fertige schon weitergebaut. Nee, er fängt bei dem an, das noch null hat. It's magic. Meine Mütze fliegt in nichts. Ja toll, jetzt hört er bei der Hälfte auf. Du Spastivogel. Das wird aggressiv. Ich bin aggressiv. So, warte mal, das Ding schalten wir auch aus. Je mehr Strom wir sparen jetzt hier unten, desto besser ist es. Ah, jetzt bauen sie beide weiter. Komm, ihr kriegt das fertig, bevor der Strom wegfällt. So. Puh. So. Okay, wie schaut's da jetzt aus? Ja, sechsmal Ersatzteile. Jetzt bringen die Windturbinen wieder online. Yes, baby! Sehr geil. Okay, und dann bauen wir jetzt, weil wir es einfach gerade... Ja, okay, jetzt kriegen wir einen Energiemangel. Ist mir aber jetzt eigentlich ziemlich boogie. Den schaffen wir schon irgendwie. Ich schmeiß einmal kurz als Typmann, wenn es jetzt wecken sollte. Sorry. Wir gucken, wie es bei dir aussieht jetzt hier, weißt du? Okay. Aus Gründen. Kolonisten verhungert. Oh. So, den machen wir auch mal aus. Wie viel Energie haben wir noch? Nichts mehr. Aber dafür können wir wenigstens die Grundversorgung erhalten, indem wir die Sauerstoffgeneratoren laufen lassen. Weil nicht, dass wir hier einen Mangel kriegen, dass keiner mehr rein und keiner mehr rauskommt. So, jetzt wird es gleich Tag. Jetzt können wir wieder alles laufen lassen. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Die haben natürlich jetzt alle mördermäßig Hunger. Das heißt, unsere Nahrungsprozessoren werden jetzt auf machthungrig erreicht. Was war denn das für ein Achievement? Machthungrig... Ich generiere jetzt sehr viel Energie, okay. Weißt du Bescheid. Mach's gut, schlaf gut. So. Okay, und jetzt holen natürlich alle gleichzeitig Essen. Das ist natürlich der absolute Worst Case für unseren Essensfertiger. Aber jetzt kann wenigstens jeder mal essen. Das ist kein Problem. Ja, deine Base sieht schon ganz nett aus, muss man sagen, ne? Schön groß. Ja, die hat schon ein paar Meter. Ja. Ich sehe das gerade. Nicht schlecht. Okay. Jetzt schauen wir mal. Sonderoption kommt bald. Oh no. Was heißt denn kommt bald? Wie lange dauert das dann noch? Weil ich würde ganz gerne hier das Solarmodul fertig kriegen. Ja, wir kriegen es nicht ganz voll, ne? Wie viel Uhr haben wir? Ich mach mal einen Alarm an. Lieber bauen die in der Nacht weiter. Aber ich will jetzt nicht noch mehr Leute verlieren. Wir haben zum Glück unglaublich viel Erze. Das ist Wahnsinn, wie viel Erze hier rumliegen. So, checken wir mal kurz den Personalbestand. Arbeiter sind sehr gering immer noch. Ingenieure gehen schon mal ein bisschen besser. Der schraubt hier an einem Baubot rum. Neuer Planet freigeschaltet, ja. Können wir jetzt auch.
Ja, super geil. Wir können jetzt auch den nächsten Planeten mal anschauen dann, aber das machen wir, wenn dann nicht mehr in dem Stream. Jetzt machen wir noch, versuchen wir die Base noch zu retten, damit ich wenigstens sagen kann, ich habe den Stream beendet und es leben noch, zumindest die meisten. Zu retten ist, ne? Ja, also... Moin Titan, grüß dich. Bisschen überleben wäre schon ganz nett. Unglaublich. Besser für die Gesundheit, ihr wisst das. So, jetzt kriegen die hier unten auch Betten. Sehr nice. Okay, wir kriegen das hin. Kriegen das irgendwie hin. Die Nahrung wird mal wieder ein bisschen knapp, aber es liegt daran, dass hier einfach erstmal alles wieder losläuft. Klar, wenn du den Strom ausstellst, dann wird im Biodom, werden die Pflanzen nicht mehr gewartet. Das heißt, die fallen quasi vom Grundlevel her voll ins Ultimo runter und produzieren natürlich dann auch weniger. Genau das gleiche Prinzip haben wir hier bei den Fleischdingern. Da müssen erstmal die ganzen Biologen alle nach und nach durchkommen und wieder alles auf Stand bringen. Sonst geht, das dauert einfach ein bisschen, bis es dann wieder anläuft. Achso, warte mal. Wann ist denn jetzt dieser blöde Solarsturm? Jetzt kommt er, oder? Ja, steht kurz bevor, ist auf dem Weg. Alarm! Ja, ist gleich vorbei, Freunde. Er ist gleich vorbei. So, hau ab, bevor, solange du noch kannst. So, zum Glück ist jeder drin. Und der Solarsturm, der kann uns mal komplett vorbeigehen. Am Arsch. Ja. Sozusagen. Mach mal einen Strom aus, wenn die schlafen. Nee, das ist keine gute Idee. Experten behaupten, das ist nicht gut. Robotisierung erreicht. Effizienz deiner Kolonie verbessern. Ja, geil. Viele Roboter. Robotisierung. So. Okay, wir sind. Das Ding ist durch. Wir können endlich den Alarm wieder ausschalten. Oh, ja. Gott sei Dank. So, okay. Jetzt gucken wir mal gerade, was geht hier noch. Ich bin gespannt. Die gehen jetzt hier in die Mine rein, oder? Nee, doch, gehen in die Mine rein. Dankeschön. Ja, Prilan, ja, das Blind. Also Problem, das Schwierige bei Planet Side ist wirklich das Ganze so zu bauen, dass du, also ich sag mal, es ist sehr engmaschig, der Weg zwischen du schaffst es und du schaffst es nicht. Du hast ja nicht so viele Möglichkeiten, sodass man sagen kann, du hast ja so viel Spielraum und kannst jetzt einfach mal drauf losbauen. Du musst dich schon wirklich sehr gezielt bauen, je nachdem, was du für Ressourcen brauchst, beziehungsweise auch für, ja, um das Ganze am Laufen zu halten. Okay, ich habe gerade eher ein anderes Problem wieder festgestellt. Ich bin schon wieder komplett energietechnisch am Arsch. Aber wenigstens wird ein neues, so ganz großes Solarmodul gebaut. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich tagsüber. Okay, da baue ich auf. Müsste ich eigentlich noch ein zweites bauen, aber eine Windturbine nachts ist natürlich auch interessant. Bauen wir da nochmal eine große. Wie viel bringt eine? 30. Ist natürlich nicht die Welt. Nicht so viel wie so ein richtig mammuttechnisches Solarmodul mit 110. Dafür aber auch deutlich billiger. Im Augenblick, wo wir jetzt noch ein bisschen Ersatzteilengpass haben. Welche Meilensteine fehlen noch? Das ist eine gute Frage. Wir haben 100er. Bevölkerung von 100 erreichen. Größenwahnsinnig, braucht man einen Monolith. Zusammenschluss 300 Personen und 8 Technologien erhalten. Technologien haben wir momentan 2. So, gute Frage. Zwerg, wie sieht's denn aus? Ist das Spiel Open End oder ist das hat das ein Ziel? Also ich meine, dass irgendwann wirst du halt einfach deine Kolonie beenden. Ich denke nicht, dass es da ein Ziel gibt, wo du sagst, oder wenn du alles erreicht hast. Also alle Technologien, alle Meilensteine, dann würde ich sagen, ist es vorbei. Wäre interessant zu wissen, ne? Also ich denke mal, es macht ja auch keinen Sinn, wenn du mehr als 300 Personen hast und das dauerhaft hinbekommst, dass die am Leben bleiben. Ne? Irgendwann ist halt, weißt du, dann lieber auf den nächsten. Wir können ja jetzt auf den nächsten Planeten auch mal schauen. Dann im nächsten Stream beispielsweise. Weil da geht es dann mit Sicherheit anders zu. Das sind dann wieder komplett andere Probleme. Ich weiß auch nicht, ob andere Katastrophen da kommen können. Aber wir brauchen ja auch noch erstmal Besucher. Ja, das muss man auch noch managen. Definitiv. So,
So, aber das kriegen wir jetzt schon mal langsam aber sicher hin. Hier baut einer einen Baubot. Den werden wir jetzt umstellen dann. Den stellen wir jetzt gleich um auf Transportbot. Der hat die ganzen Rohstoffe noch da. Weil Transportbots, hier laufen viel zu viele Leute rum, die Kisten schleppen. Das will ich vermeiden. So. Sind die Bots schneller? Die Bots sind super schnell. Und vor allem, wenn du keine Leute da hast, die das Zeug durch die Gegend tragen, hast du natürlich auch einen Vorteil, dass selbst im Falle, ja, dass es mal so sein sollte, dass du sagst, okay, ich baue jetzt draußen mal was und dann kommt beispielsweise so ein ganz miesiger Solarsturm oder Sandsturm, dann hast du halt nur die ganzen Bots draußen. Atompilz, wann der nächste Stream ist, kann ich dir noch nicht sagen. Das mache ich immer spontan, je nach Lust und Laune. Wenn es Fun macht, dann macht's Fun, ne? Oh, wir bauen tatsächlich Waffen? Haben aber keine. Ja gut, aber drei. Ich habe ja gesagt, so ab zwei Waffen können wir ja schon mal probieren. Schleusen ins Nichts und die zweite Basis funktioniert, okay? Zum Glück hat da keiner gerade drin gestanden. Ja. Ah, jetzt schnall ich das. Ingenieure machen die Roboter wieder ganz, wenn die kaputt sind. Die sind wie Bauer, also wie der Bauroboter arbeiten die vom Prinzip her.